Der Nebel wird weniger, der Schnee wird mehr. Ich freue mich. Die nächsten 400 Höhenmeter sind geschafft. Rundherum nur weiß. Sieht man das? Hinter mir wird es ein bisschen heller. 2 Sekunden später und ich bin wieder komplett im Nebel. So, heute ist wirklich mein Glückstag. Jetzt ist wieder der Nebel da. Heute der Nebel macht mich ganz wahnsinnig. Ich bin's, der Manuel vom Wildlife Tour Tirol. Heute ist leider der Name nicht Programm, da ich alleine unterwegs bin. Zusammen auf die Fotobirsch gehen ist natürlich nicht immer möglich. Heute habe ich Zeit gefunden und ja, hinter mir, wie man sieht, extremer Nebel. Ich hoffe, es wird später ein bisschen besser und ich finde ein paar spannende Motive und kann dann Bilder machen, die was der Anna und mir gemeinsam gehören. Ich hoffe, dass das heute möglich ist. Ich bin jetzt auf 1000 Meter Seehöhe. Der Nebel wird weniger, der Schnee wird mehr. Ich freue mich. In diesem Baum da, da sind mehrere Wintergoldhähnchen. Ich habe jetzt auch Tannenmeisen entdeckt. Und ich werde also versuchen, ein paar Fotos machen. Die Vögel sind unglaublich schnell und flink. Es ist echt extrem schwer, diese kleinen Vögel zu erwischen, aber ich versuche mein Bestes. So, ich hoffe, ich habe ein paar Fotos machen können von den Wintergoldhähnchen. Es war extrem schwierig, sie haben sich relativ schnell bewegt. Sie sind gerade extrem bei der Nahrungsaufnahme. Verschlusszeit war ein bisschen das Problem, der Nebel war ein bisschen das Problem. Mal schauen, vielleicht ist was dabei. Also innerhalb der kurzen Zeit, wo ich jetzt da ein paar kleine Vöglein fotografiert habe, da ist jetzt vorbeikommen, einmal Tannenmeise, Haubenmeise, dann unzählige Wintergoldhähnchen. Und jetzt am Schluss ist mir ein Waldbaumläufer vorbeigekommen. So, lala. Die nächsten 400 Höhenmeter sind geschafft. Wir sind jetzt bei einer Seehöhe von ungefähr 1400 Meter. Der Schnee ist gewachsen. Der Schnee ist jetzt ungefähr 15 cm hoch. Was man vielleicht auch hört, dass ich ziemlich außer Atem bin. Es liegt vielleicht daran, dass ich in letzter Zeit nicht mehr so viel berggegangen bin. Und da sieht man die Kondition, die baut schnell ab. Ich werde jetzt weiter spazieren und schauen, ob ich irgendetwas noch finden kann, was ich dann fotografieren werde.
rundherum nur weiß. Ich glaube, man kann nichts erkennen, oder? Sieht man das? Hinter mir wird es ein bisschen heller. Die Sonne kommt minimal durch da hinter mir. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich sagen. Das gibt jetzt noch mal richtig Energie, um doch noch weiter aufzugehen. Jawohl. Boah. Das Wetter passt einmal. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe jetzt da oben auf dem Bergkanten einen Steinbock entdeckt. Doch leider, heute ist total blöd, immer holt mich der Nebel ein und jetzt bin ich schon wieder mitten im Nebel verschwunden. Und der Steinbock verschwindet wieder im Nebel. So schade, der hat genau da oben über die Kante rüber geschaut. Ach, jetzt kommt der Nebel wieder. Unglaublich. Ich hoffe, der Nebel verzieht sich nochmal. Zwei Sekunden später und ich bin wieder komplett im Nebel. Der Nebel hat sich jetzt Gott sei Dank nochmal gelichtet und jetzt werde ich den Steinbock nochmal fotografieren können. Ich bin jetzt noch ein Stück heraufgegangen und bin ein bisschen näher dran jetzt erst und habe jetzt Foto machen können. Er ist ziemlich weit weg, aber mit Landschaft habe ich ihn versucht einzufangen. So cool. Mit denen hätte ich einfach nicht gerechnet, dass ich da einen Steinbock heute sehe. Und ich finde, das schaut unglaublich schön aus, wenn alles im Nebel versinkt. Frisch angeschneite Berge und dann nur der Sonnenschein. Und die Kulisse ist einfach traumhaft. Das schaut so wunderschön aus. Jetzt habe ich mir vorgenommen, dass ich ein paar Landschaftsaufnahmen mache. Und ja, die Gämse, die sind eher ruhig. Also Gämse momentan wenig oder beziehungsweise gar keine in Sicht. Dann widme ich mich mal der Landschaftsfotografie. So, heute ist wirklich mein Glückstag. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie weit das jetzt weg ist, aber da so geradeaus von mir, da habe ich jetzt nur ein zweites Steinbild entdeckt. Und da bei uns in Tirol auf der Nordkette ist das jetzt erst meine dritte Sichtung insgesamt. Und jetzt natürlich mit dem Neuschnee schaut natürlich die ganze Kulisse super aus. Und dadurch, dass es so weit weg ist, versuche ich das ein bisschen in die Landschaft einzubauen, das Motiv. Und bin auch mega happy wegen der tollen Sichtung. Jetzt ist wieder der Nebel da. Ach, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist schon wieder der Nebel da. Heute der Nebel macht mich ganz wahnsinnig. Härtetest für die Kamera. Alles voller Schnee, aber ich hoffe, das haltet sich auf jeden Fall aus. Davon bin ich überzeugt.
zwei Stück Steinwild da bei der Nordkette. Grandios. Die Zeit ist schon ziemlich vorangeschritten. Es wird schon langsam dunkel. Die Sonne ist schon lange untergegangen. Der Nebel zieht wieder voll herein. Ich glaube nicht, dass ich heute noch viel fotografieren werde, aber muss auch nicht sein, weil ich bin mit den zwei Beobachtungen jetzt hier oben beim Berg mega happy. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch selber viel Freude draußen in der Natur. Geht's raus, geht's fotografieren, es lohnt sich. Und beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich wieder zu zweit, denn wir sind das Wildlife Tour Tirol. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!